Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung mit mir. Ich habe euch heute ein ganz süßes Kinderbuch mitgebracht für Kinder ab 5 Jahre und es geht um eine kleine Hexe. So, hier oben steht Bücher, nicht Bücher, Dauerwerbesendung, so könnte ich es auch nennen, also Dauerwerbesendung, weil ich euch Bücher zeige, das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen und so will es halt der Gesetzgeber. Und unten in der Infobox findet ihr alle Bücher aufgeführt. Und dort könnt ihr auch sehen, was ein Rezensionsexemplar war oder eben nicht. Und ihr findet da alles. Ihr müsst also nichts mitschreiben oder euch was merken. So, dann kommen wir jetzt aber endgültig zu Barbara Cantinis Oscar und Ophelia Flugstunde mit Kater. Und ich muss sagen, dieses Buch ist natürlich schon alleine durch die vielen wunderschönen kolorierten Illustration, ein absoluter Traum. Ich zeige euch das mal. Also ihr seht es überall. Also auf allen Seiten findet ihr große Illustrationen. Es gut mit 5. Ich weiß nicht, ob man dann wirklich schon fähig ist, das alleine selbstständig zu lesen. Manche Kinder ja, manche eben noch nicht. Aber es eignet sich auch super zum Vorlesen. Ja, Oscar ist ein kleines Kätzchen. Er ist ein bisschen anders als andere kleine Katzen. Und darum werden seine Geschwister, die werden ganz schnell von irgendwelchen Leuten adoptiert. Nur ihn will keiner. Vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass er manchmal so kleine magische Missgeschicke hat und die Leute vielleicht auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Auf alle Fälle ist er ganz unglücklich, denn niemand will ihn. Überall fliegt er mehr oder weniger auch wieder raus. In der kleinen Stadt lebt aber auch noch ein kleines Mädchen und das ist Ophelia. Die arbeitet tagsüber im Blumenladen ihrer Mutter und den kann ich euch auch zeigen. Der ist nämlich auch sehr hübsch. Ich mache das mal gerade. Wartet. Ich habe ihn gleich. Sekunde, Sekunde. Es geht nichts über gute Vorbereitung. Also jetzt. So, da ist er. Green Corner. Ihr seht, sieht schon ein bisschen hexig aus. Und dort verbringt sie halt den ganzen Tag und abends träumt sie von ihrer ersten Flugstunde auf einem Besen. Aber damit es dazu überhaupt kommen kann, braucht sie einen richtigen, ordentlichen Hexenkater. Den muss man erstmal finden. Ihre Mutter hat einen, ihre Oma hat einen, aber sie selber findet einfach keinen. Also sucht sie, sie lässt sich auf einiges einfallen, um eben einen Hexenkater zu finden. Aber irgendwann treffen die beiden natürlich zusammen. Und dieses Duo, ja, ist doch sehr überraschend, muss ich sagen. Ich finde den Twist, naja, überraschend halt. Es geht im Grunde genommen darum, dass man manchmal ein Talent hat, was gar nicht so offensichtlich ist, wo man nicht sofort sagt, oh, die hat ein Talent zum Zeichnen oder boah, die kann toll singen. Und nein, weil es gibt manchmal diese verschütteten Talente, die erst zutage kommen, wenn jemand sie zutage fördert. Und so ist das hier auch. Und darum mag ich das Buch auch sehr gerne. Ja. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu den ähnlichen Büchern. Barbara Cantini hat auch noch eine andere Reihe rausgebracht, das ist Mortina. Da geht es um ein kleines Zombie-Mädchen und die Besprechung findet ihr auch schon unten in der Infobox. Ein anderes kleines Mädchen magischer Art und Weise, das mir am Herzen liegt, ist Amalia von Flatter. Und das Ganze beginnt mit Vampire tanzen nicht mit Feen. Es gibt mittlerweile 3 Bücher. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wo ich den dritten hingestellt habe. Ich habe sie alle 3 schon gelesen und auch dazu findet ihr entweder jetzt schon eine Besprechung oder die kommt die nächsten Tage. So, dann kommen wir zu Malverina. Dazu gibt es schon eine Besprechung. Ich möchte eine Hexe sein, auch ein pfiffiges kleines Mädchen, das es sich in den Kopf gesetzt hat, eine Hexe zu sein. Ich denke, es ist auch so ab 5 Jahre auch ganz, ganz tolle Illustrationen. Also das zeichnet alle diese Bücher aus. Ob es Mortina ist oder Amalia von Flatter oder Hilfe, meine Hexe. Und Hilfe, meine Hexe ist immer der Ruf von Hexenkater Rummelwick, der führt Tagebuch über die Macken seiner kleinen Hexe. Und da gibt es zum Beispiel Hilfe, meine Hexe lernt Ballett, Hilfe, meine Hexe sucht Freundin, meine Hexe kocht im Fernsehen oder gründet eine Girlband. Und das alles muss dieser süße kleine Kater halt ausbaden. Das ist nochmal ein großes Buch mit Elementen zum
aufklappen. Da sind halt auch so Briefe drin und eben auch großzügig illustriert. So, und das war's dann eigentlich schon von mir für euch. Habt ihr noch irgendwelche interessanten Bücher für Kinder zum Thema Hexen, dann lasst es mich wissen. Schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich freue mich da sehr drüber. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Bis bald. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Däumchen hoch. Und vor allen Dingen, besucht uns doch auch mal auf unserem Erstkanal. Da haben wir alles rund ums Buch. Da findet ihr Lesemonate, TBRs, Vlogs und jede Menge. Alles, was uns da einfällt, was wir mit Büchern anstellen können, das findet ihr dort. Ja, und wir würden uns sehr freuen, euch auch dort begrüßen zu können.